Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2. Das letzte Mal bin ich drauf gekommen. Ich kann Großbritannien den Krieg erklären, ohne weiteres, weil sie keine indische Nation sind und trotzdem indische Dinger behalten. Das kostet mich keine Infamie und ich habe vor, das auch zu nutzen. Geht daher. Nach Gorakhpur, bitte. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn ich ihnen den Krieg erkläre, werde ich auch gegen Russland Krieg führen müssen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich gegen Russland Krieg führen kann. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich glaube schon, dass ich gegen Russland Krieg führen kann, aber ich weiß nicht, ob ich es gleichzeitig gegen Britannien und Russland machen kann. Ich weiß, dass ich gegen Großbritannien locker gewinnen werde jetzt, mittlerweile. Aber bei Russland bin ich mir da nicht so sicher. Die haben wirklich, wirklich, wirklich viele Truppen. Aber andererseits, wir haben geschworen, Indien zu gründen, also müssen wir gegen Großbritannien Krieg führen. Und ich weiß nicht, also nachdem ich schon 200er... 200er... Werte mit Russland hatte und sie haben mich nicht als Bündnispartner gewollt, weiß ich nicht, was ich machen muss, damit sie mich als Bündnispartner wollen. Schwer zum sagen. Na egal. Wenn wir jetzt einen Krieg erklären, sollten wir uns vorher überlegen, was wir uns von Großbritannien holen wollen. Also es gibt die Möglichkeit Rajputana, das sind diese drei Gebiete. Das sind 270.000, 107.000 und 670.000 Leute. Es hat den Vorteil, diese drei Regionen hier, nämlich Jaisalmer, Jodhpur und Bikaner sind dann abgetrennt von den britischen Gebieten und wenn die revoltieren, habe ich dort ebenfalls die Chance, dass sich der indische Staat gründet. Das spricht auf jeden Fall für Rajputana, weil alles andere, was ich mir erkämpfe, schließt nichts ab. Das Zentralindische, also warte mal, wir könnten uns das eigentlich so auch anschauen. Zentralindien ist das alles da, oder? Aber davon ist ja nur ein Teil davon britisch. Also Zentralindien schließt dann nicht allzu viel ab. Was natürlich auch ein schönes Gebiet wäre, wäre Bihar. Erstens einmal wäre es schon mal das gesamte Gebiet, Bihar. Zweitens haben wir da 1,19 Millionen, 1,2 Millionen, 590.000 und 270.000. Das wäre eine Monsterregion, fast genauso wie die Vereinten Provinzen. Puh, das wäre schon cool. Es würde zwar nichts abschließen, aber wie schon gesagt, das wäre eine Monsterprovinz. Was produzieren denn die dort? Und was wir sagen? Kohle, Opium. Ganz viel Opium und Seide. Kohle und Seide. Kohle, Seide, Opium. Puh, gehört das da auch noch dazu? Nein, das ist Südbengalen bereits. Ja, Süd- und Nordbengalen. Und das ist das Assam. Das gehört auch noch zu Indien wahrscheinlich. Gehört Kachin eigentlich auch noch zum indischen Gebiet? Na, wahrscheinlich nicht. Nein, Kernprovinz Burma. Aber Assam schon. Und bis darüber. Also, Bihar, für Bihar spricht, dass es auch ihre vielen Leute sind, die wir kriegen würden. Orissa. Achso, Orissa ist eine Kutak. Das andere ist Orissa. Nagpur. Nicht ganz so viele Leute.
Aber trotzdem ein schönes Gebiet. Okay, also Rajputana würde ich fast sagen, oder Bihar. Wenn geht beide. Fürs Ziel Indien ist vielleicht Rajputana sogar besser. Auch wenn es nicht so wertvoll ist als Provinz. Und wie schon gesagt, eigentlich müssen wir eh alle Gebiete von Großbritannien erobern. Also so gesehen, irgendwo müssen wir ja anfangen. Fangen wir bei Rajputana an, das ist gleich bei mir an der Grenze. Es schließt die ab und wenn der Krieg so ausschaut, als würde er gut laufen, kann man auch immer Bihar dazu verlangen. Und wenn er super läuft, dann noch irgendwelche anderen Gebiete auch. Schauen wir mal. Versuchen wir es halt. Vereinigungskrieg. Britisch-Rajputana. Will irgendjemand von meinen Bündnispartnern mitmachen? Nein, Frankreich nicht. Osmanen auch nicht. Ups. Peroda nicht, Sikkim nicht, Burma nicht, Mongolei und Qinghai nicht. Gut. Oh Gott. Russland vor allem. Russland wird unangenehm. Vielleicht haben wir ja Glück und Russland macht nicht mit. Was haben wir denn für 130 und eigentlich haben wir gegen Russland auch einen Waffenruhe. Wurscht, ich habe vorher eh abgespeichert. Wer nicht wagt, gewinnt nicht. Nachdem von mir keiner mitmacht, ich muss alleine machen. So, ich habe bereits meine Truppen hier angewiesen, dass sie darauf gehen, um gegen ja, das sind diese ganzen Satellitenstaaten, die machen natürlich alle mit, um gegen diese Russen davor zu gehen. Hier geht's mal daher. Du gehst daher. Du gehst daher und du gehst mal nach Jaipur. Du gehst nach Rewa. Du gehst. Ach so. Okay, gehen wir mal darüber. Schauen wir mal. Nepal gehört gar nicht zu den britischen Dingen. Okay. Ja gut, der Krieg führt dazu, dass wir noch einmal was ausbauen können. Machen wir Freipresse jetzt, das passt schon. Okay, die können alle, wenn sie wollen. So, Brasilien stimmte zu, Nepal stimmte zu, Portugal stimmte zu, Belgien stimmte zu, Russland stimmte zu. Naja, wer hätte es erwartet? Boah, 42.000 Russen an meiner Grenze. Na gut, aber wenn ich zwei Armeen dort stehen habe, müsste das eigentlich ausreichen, um Russland abzuhalten, bei mir einzufallen. So, wir müssen das Heer besser versorgen. Bei der Flotte, sagen wir einfach, bleiben wir so, wie wir sind. Ich hoffe, ich habe noch immer ein Plus. Na, warte mal. Nepal führt jetzt Krieg gegen uns. So, die erste Schlacht haben wir mal in Rewa gewonnen, das ist okay. Uah. So,
50.000 Briten. Wo kommen denn die her? Könnten wir uns bitte beeilen darauf? Aschkabat, okay, wir gehen mal darüber. Gut, offensichtlich sind wir militärisch stärker als sie. Und vor allem, die haben da... Jodhpur gewonnen, okay. Dann machen wir mal das da. Wohin gehen die nach Udaipur? Ah, das sind 32.000 Briten. Die müssen wir auch irgendwie erledigen. Gehen wir mal nach Gorakhpur, wenn wir dann mit den zwei Truppen links und rechts stehen, greifen wir es von beiden Seiten an. Okay, du greifst Mashhad an. Was ist mit dir? Wie schnell bist du in Mashhad? Ich hoffe bald. Bist du dort? Hey, Persien, Freund. Wir sind vertraut mit Persien, das ist ja großartig. Warte mal. Ist Kiva mit im Krieg? Nö, Gott sei Dank. Die würden nicht hilfreich sein. Eher das Gegenteil. Hey, wir können Schlachtschiffe bauen. Supi. Nein, können wir nicht. Aber ich sag's jetzt mal. Okay, das ist im Gebirge. Oder zumindest in den Bergen. Das heißt, wir haben also ein bisschen einen Vorteil. Und Udaipur haben wir, oh, super, 4.800 gegenüber 21.000 bei den Verlusten. Das ist großartig. Nach Ajmer. Wir müssen Truppen töten. Liebe Punjab, Jalalabad ist. Yes! Aschkabad, auf nach Aschkabad mit uns. Bist du deppert? Denen haben wir eingeheizt. Das ist gut, vielleicht können wir die vernichten, das wäre supi. Ich hoffe, die kommen nicht rechtzeitig, diese 30.000. So, du gehst da eh her und kannst nachhelfen. Gut, als nächstes nehmen wir das da mal.
Vielleicht gehen wir gleich daher. Atschmir haben wir auch gewonnen. Leider nicht mehr ganz so eindeutig. Vielleicht lag das am Wald, der dort war. Ausgezeichnet, wir sind schneller als die Russen. Das heißt, wir dürften eine bessere Armee haben als sie. Wir sind am 30. März da. Das ist gut, das heißt, sie greifen mich an. Das ist ausgezeichnet. Ihr bleibt mal da stehen und wartet ab, bis diese Truppen kommen. Und da sind sie. So, Jaipur erobert. Mal die 5000 dann loswerden. Und Fischproduktion steigt. Hurra, welche Fischproduktion. Mehr landlocked können wir wirklich nicht sein. So, nur noch 12.000 hier. Was haben wir da für Truppen? Boah, da haben wir auch ziemlich viele verloren. Egal, wir müssen hinten nach. Das müssen wir quasi. Wir müssen das quasi machen. Und Rajputana sollten wir erobern, dass wir ein paar Punkte kriegen. Warscore-Punkte. Geht nach Ashgabat. Okay, wie schaut das mit dieser Schlacht da aus? Gut, du gehst weiter und machst diese 8000 tot. Ausgezeichnet. So, ich weiß, ihr seid schon müde, aber ihr müsst noch einen Ansturm von 33.000 Russen überleben und wir sind im Wald. Das hat doch seine Vorteile. Wow, 80.000 Russen, die nach Faizabad gehen. Ich hoffe, wir sind damit den. Die müssen wir dann auch gemeinsam besiegen. So, in Agra haben wir auch ein paar Leute erledigt. Hier geht's nach Benares und versucht es das zurückzuerobern. Gehen wir da mal nach. Ah, auf zum Nordpol. Das geht echt nicht. Wir können den Nordpol niemandem überlassen, egal ob wir im Krieg sind oder nicht. So, hier. Wartet's noch. Bis die da oben fertig sind. Wohin gehen die noch? Achso, das ist nur eine Flotte. Das passt schon. Mhm. Wir haben nochmal in Ashgabat gewonnen. Wohin rennen die? Dorthin. Und nach.
Ich hoffe, wir sind vor ihnen dort. So, und da haben wir ein paar Briten aufgerieben. Faisalabad haben wir leider verloren. Na gut, soll sein. So, ihr kümmert euch jetzt mal um diese 6000 da. Und danach schauen wir, dass wir da diese Truppen irgendwie zusammenkriegen. Die sind auf dem Weg nach Delhi. Das ist ja cool, dort will ich eh hin. Also zumindest ist halbwegs die richtige Richtung. So, Benares ist auch wieder unser. Hier geht es auf jeden Fall auch einmal in die Richtung. Weil wir werden da jetzt diese ganzen russischen Truppen abfangen, die da reinkommen. Boah, Mist. Ich war abzusehen, dass das nicht so lange weitergeht. Ja, das kommt davon, wenn man unbedingt gierig ist. Ah, das kommt von der Gier. Lass du bitte diese Nationalisten da stehen. Oh, wir produzieren jetzt Gummi. Okay, könnten wir bitte fliehen? Bitte. Könnten wir uns bitte zurückziehen jetzt? So, wir haben ein Plus von 26% derzeit. Bist du wahnsinnig? Was hältst du davon, wenn wir einen Frieden machen? Naja, natürlich nicht. Vielleicht sollten wir es Großbritannien anbieten. Ja, du gehst wieder her. Das ist gut. Du bleibst nochmal da stehen und heilst dich. Das Mantwi, da haben wir Mantwi. Perfekt. So, du gehst einmal daher. Wir müssen ein paar Russen töten, wenn geht. Schaffen wir nicht. Ich fürchte, diese Armee ist tot. Die werden wir nicht halten können. Ihr geht zurück nach Herat und wartet, bis mehr Leute kommen. Schneller. 2. Juni. 2. Juni. Und die sind da viel zu früh.
Mist. Das ist nicht gut. Da passt man einmal nicht auf. Und schon verliert man eine Armee. Ah ja, eine Armee gegen eine Armee ist nicht so schlimm für Russland, weil Russland hat 300.000, während wir haben halt nur 8. Na super. Jetzt kommen irgendwelche Australier und Südafrikaner und erobern Djibouti. Können sie nicht. Erst 1902. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht die Osmanen wieder das sinnvollere Partner wären. Naja. Wer weiß. Also, ich glaube. Ja, ich glaube, die Osmanen wären der sinnvollere Partner im Kampf gegen Russland. Nein, gegen Russland sicher nicht. Die Osmanen beißen ja voll ab. Vielleicht doch Frankreich besser. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Derzeit schaut zwar der Krieg, die Kriegsdings da sehr gut aus, aber jetzt kommen langsam die ganzen irren Monstertruppen von ihnen. 113.000. Und nochmal 107.000. Bist du irre. Und sie sind reguläre Armeen alles. Ich frage mich, wie andere Spieler das machen. Das ist so frustrierend. Wie soll man die besiegen? Ich tue mir schon mit Österreich immer schwer und da habe ich fast gleich viele Truppen wie sie. Na gut, was soll's. Na, du bleibst mal da. Und du gehst darauf und unterstützt ihn. Und ihr tut so, als wärt ihr nicht mehr da. Naja, ihr seid nicht mehr da. Im Bikaner haben wir auch gewonnen. Ausgezeichnet. Da haben wir jetzt eine von seinen Armeen zerstört. Wo gehen denn die hin? Jo, klar. Osmanen. Nein, da machen wir auf keinen Fall mit. Das ist gegen Frankreich. Die sind auch verbündet mit mir. Vergiss es. Idioten. Kommt schon, Russen. Ah, vielleicht sollte ich den Briten das anbieten. Kann ich denen einen Frieden vorschlagen? Okay. Nein, kann ich nicht. Komm schon, Russland. Wieso bist du dagegen? Sie würden dieses Angebot nicht annehmen. Das schadet dir nichts. Du verlierst nichts dadurch. Nur Großbritannien verliert was. Ich will gegen dich nicht Krieg führen. Ja, da haben wir nochmal 75.000. Sag mal, geht's euch noch gut? Achso, nein, das sind die 113.000, die ich vorher schon gesehen habe. Oder 118 oder was weiß ich, wie viele.
So, 42.000 Russen hier, die wir mal als nächstes angehen. Wir gehen mal daher. Ja, ich hab's befürchtet. Firozpur. Du gehst daher. Lang lebe Punjab. Okay. Das ist eine Minischlacht, die wir gewonnen haben. Gaya, okay. Das müssen wir uns nachher gleich anschauen. Als nächstes. So, Peshawar. Ach so, das ist nicht das, was wir da eh gerade geschafft haben. Gut, ihr zwei Armeen, ich hoffe, ihr reicht's, um da ein wenig aufzuräumen. Warscore haben wir auch gekriegt dadurch. Naja, nur ein Warscore von 30 plus, weil sie so viel schon belagert haben bei mir. Aber ich glaube, wenn wir uns da jetzt auf diese russischen Armeen konzentrieren, könnten wir. Naja, okay, gehen wir nach Faisalabad. Massawar, okay, okay. Ich glaube, da kommt eh keiner mehr rein auf dieser Seite. Kabul verloren. Ach, Gas nie. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Da können wir vielleicht diese 41.000 abfangen. Bevor da irgendwas neu kommt. Boah, fürchterlich. Steuereffizienz erhöht, gut. Komm schon, gib Gas. Auch rein. Okay. Gut, durch das wir Faisalabad da gewonnen haben, haben wir da ein bisschen Gebiet von ihm abgeschnitten wieder. Okay, Eritrea geht natürlich wieder vollkommen verloren in diesem Krieg. Ja, das wisst ihr natürlich nicht. Im letzten Krieg haben wir da ein bisschen herumgefochten mit England, weil den letzten Krieg haben wir ja irgendwie vergeigt, und zwar vollkommen. Und zwar nicht vergeigt im Sinne von, der Krieg ist schlecht gelaufen, sondern eher vergeigt im Sinne von, wir waren zu blöd, um aufzunehmen. Okay, aber apropos zu blöd zum Aufnehmen, für heute machen wir Schluss, weil eine halbe Stunde ist sicher schon vorbei. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.